Also, hier ist meine MOBA. Noch nicht ganz fertig, aber fast schon fertig, glaube ich, ne? Jetzt wird gebastelt. Ja, jetzt wird gebastelt. Kaum zu glauben, das war 3,5 Jahre her. Mann. Aber hier ist die Anlage. Noch viel zu tun. Am See, am Bahnhof, im Gebirge. Aber wir haben noch ein paar Wochen im Garten zu arbeiten. Wir haben hier schon Mitte September. Dann fängt die MOBA-Saison auch wieder an. Also, in diesem Video ein Bauupdate. Wir werden ein bisschen basteln. Ich will über Signale sprechen. Und ein kleiner Bericht von meinem Urlaub nach Alaska. Also, viel Spaß. Hier kommt Folge 50. Gute Unterhaltung. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Neue MOBA-Saison. Und wenn ihr zum ersten Mal hier vorbeischaut, willkommen. Ich baue hier eine MOBA in H0, hauptsächlich MacLean. Und passiert natürlich alles hier in Kanada. Ihr wisst Bescheid. Abo lassen, wenn es euch gefällt. Daumen hoch, lasst mal einen Kommentar. Das ist auch immer gerne gesehen von mir. Also, im Bahnhof geht es bestimmt los bei mir. Ich werde Bahnsteige bauen. Ich werde die Dächer, habe ich gekauft oder schon mal gekauft. Da werden Signale aufgestellt, mehr dazu später. Und auch noch geschottert und die Gleise färblich behandelt und noch andere Beleuchtung und so weiter. Wo wir gerade von Bahnsteig sprechen, ich habe mir den Schönburg Bausatz gekauft. Nur um das Dach. Da gibt es noch billigere Lösungen, vielleicht 15, 20 Euro billiger. Aber ich will nur das Dach und die Sache, die das hochhält. Da mache ich eben einmal so und dann kommt natürlich auch noch hier und da. Also 4 Stück, ich brauche noch 3 von diesen Bausätzen. Bahnsteige werden natürlich mit Bahnsteigkanten gemacht und Holz und dann vielleicht ein bisschen verspachtelt und färbig behandelt. Also das ist der Plan. Links von mir, also rechts von euch, kommt ein Gebirge hin. Relativ kompliziert, ich habe da nämlich 3 Ebenen. Das muss ich alles mit Sperrholz machen und Draht und bla bla bla. Das wartet. Wie ihr seht, sind da immer noch Dosen. Ich habe nämlich die ganzen Gleise verklebt. Da waren ja mal andere Trassen. Ich musste noch alles neu machen wegen der Steigung. Und ich bin jetzt endlich zufrieden. Da werden die natürlich mit Acrylkleber verklebt. Genau dasselbe habe ich gemacht mit der Umfahrung um See. Da wurden auch neue Gleise gelegt. Das wurde alles ein bisschen verlängert, dass die Steigung ein bisschen besser ist. Und geringer, sagen wir mal, habe ich auch alles mit Dosen gemacht. Und jetzt sind die ganzen alten Trassen können in den Müll. Also, bevor ich euch zeige, wo ich was geschafft habe, wo ich ein bisschen gebastelt habe, gehen wir mal nebenan in das Zimmer. Wird auch eines Tages mal ein MOBA-Zimmer werden. Ich habe nämlich ein paar Neuanschaffungen bekommen. Okay, bis gleich. Also mal sehen, ob hier vielleicht eines Tages eine zweite Bahn hinkommt. Vielleicht eine N-Bahn, mal sehen. Genug Platz habe ich hier. Ich habe so 5,5 Meter mal 4,5, 5 Meter. Kommt drauf an, wie ich das hier so aufbaue. Also, zum Paket. Hier ist also das Paket vom Bahnshop Lippe. In Rekordzeit ist es hier nach Kanada gekommen. Also, sie haben es geschickt. 2 Tage war es an meiner Tür. Ein neuer Rekord. Ein paar Sachen habe ich gekauft. Fangen wir mal an. Ich mache mir gerade Gedanken um den Bahnhof und wie ich den gestalte. Ich habe hier den Bonn-Bahnhof. Ich habe mir daher so 2 Ketten gekauft und das wird zwischen Bürgersteig und Straße eingebaut. Das dazu, wo wir gerade von Bürgersteig sprechen, habe ich 2 Bürgersteig
Kanten hier, zwei Sätze davon. Dann habe ich vor dem Bahnhof Beleuchtung. Hier so alt, sechsmal habe ich von Wiesmann. Das dazu. Dann haben wir nochmal so Waldboden Streumaterial gekauft. Dreimal. Und von Silhouette Filigranbüsche. Geht ja auch bald los mit der Begrünung der Anlage. Also, die waren teuer. Sehen aber gut aus. Nochmal so was Ähnliches von der Firma Busch. Auch nochmal ein Busch. Dann habe ich Kopfsteinpflaster für die Straße oder Bürgersteig oder sowas. Und noch ein Silberling. Dies ist also mein siebter Silberling. Da kann ich einen Zug mit 4 machen, mit der E10 oder der V200. Die hat einen Steuerwagen, also 4 davon. Und dann nochmal einen zweiten Zug mit 3 Silberlingen ohne Steuerwagen. Und die wird dann von einer V100 gezogen und die kommt erst im Herbst, Spätherbst bei mir an. So, das wär's. Und ich war heute auch nochmal beim Mobile-Händler bei mir in der Nähe. Habe ich mir 3 Sachen gekauft. Zuerst eine lange Stützmauer. Ich habe die kurze, habe ich. Dann kann ich endlich meine Paradestrecke da ein bisschen dicht machen. Dann, dies gefällt mir ganz sehr, Kopfsteinpflaster. Sieht echt gut aus. Ich will damit Bürgersteige vor dem Bahnhof anfertigen. Und dann, was relativ teures, das Ausfahrsignal. Es geht ja mit Decoder von Märklin. Und wo wir gerade von Signalen sprechen, komm mal mit, wir gehen mal zur Anlage. Okay, jetzt geht's um Signale. Da kann man natürlich einen Haufen Geld ausgeben. Mach mir schon Gedanken für Signale in dem Bahnhof. Ich habe schon 7 Signale gekauft. Meistens Hobby-Signale, mehr davon gleich. Hinter mir seht ihr 2 rote Gleissperrsignale und ein grünes Blocksignal. Okay, ich habe natürlich im Bahnhof 5 Gleise. Eins ist ein Nahverkehrsgleis. Ist relativ kurz, wenn ich da einen Bahnsteig hin tue. Wird es kompliziert mit den Signalen. Mal sehen, was ich da mache. Vielleicht kommen da Gleissperrsignale hin. Dann habe ich noch 4 andere Gleise. 2 in jede Richtung oder bevorzugte Richtung. Und da kann man natürlich an jedem Ende Signale aufstellen. Das wird dann 8 Signale. Ganz teuer. Was habe ich hier? Ich habe hier 2 Signale von Märklin. Hier ist ein Hobby-Signal. 26 Euro. Hier ist ein, sagen wir mal, normales Signal, 88 Euro, also fast 3,5 Mal so teuer. Dieses Signal hat natürlich einen Decoder. Das macht es viel einfacher anzuschließen mit der Verkabelung. Das braucht nur Strom und weil es eben einen Decoder hat, kann dann schalten und alles. Hat natürlich alle andere Möglichkeiten mit Licht. Das ist nicht nur rot, grün, ist auch gelb und weiß zum Rangieren und so weiter. Dieses Signal, das Hobby-Signal für 26 Euro, kann man natürlich an einen Stellpult anschließen. Ich mache das nicht. Ich mache das mit den Hobby-Signalen mit einem M84-Decoder. Der hat 4 Ausgänge, kostet 72 Euro. Jeder Ausgang ist da 18 Euro. Also, 18 Euro für den Ausgang von M84 plus das Signal ist genau 44 Euro pro Hobby-Signal im Vergleich zu 88 Euro für dieses Signal. Zweimal so teuer. Was mache ich? Ich werde bestimmt in die bevorzugte Richtung diese Signale aufstellen. Das sind dann 4 von diesen, brauche ich noch 3. In die Gegenrichtung, weil ich habe ja Verkehr in beide Richtungen, kommt dann eben ein Hobby-Signal. Mal sehen. Das wird aber erst so nach und nach eingebaut. Das ist der Plan für meine Signale. Okay, jetzt geht's weiter. So. Die Herbst 2023 Mobile-Saison ist offiziell geöffnet. Wir machen jetzt weiter, natürlich am See hier mit der Umfahrung und auch hier am Tunnel. Fliegengitter ist schon dran. Es wird noch ein bisschen abgeschnitten hier. Wie ich vorne den Tunnel verkleide, weiß ich noch nicht. Jetzt kommt Küchenrolle. Okay, weiter geht's.
Küchenrolle ist trocken. Dann habe ich gerade eine zweite Schicht mit Toilettenpapier drauf gemacht. Sieht viel besser aus, wenn das erstmal dran geklebt ist mit dem Toilettenpapier. Natürlich muss der Tunnel noch verkleidet werden hier. Innen drin ist er schon verkleidet mit so Backsteinfolie oder sowas. Und vorne wird er noch verkleidet. Dann, jetzt mache ich mir Gedanken, was mache ich hier? Die Gleise sind natürlich parallel hier bis zum Bahnhof, aber hier sind sie ein bisschen weiter auseinander, kommen so ein kleiner Hügel hin oder ein bisschen Gebüsch. Aber trotzdem, 180 Grad Umfahrung gibt es ja gar nicht, ne, im Vorbild. Und viele Modellbahner machen das ja eben so, dass sie das so ein bisschen verdecken. Oft sieht man ja hier einen Lokschuppen, ne, und verdeckt so das so ein bisschen. Oder ich habe ja auch mal ein paar Probestellungen gemacht vor ein paar Videos mit einem Dorf. Viele Überlegungen gemacht. Oder mache ich hier einen Tunnel hin? Aber das Problem, wenn ich überall einen Tunnel habe und einen Schattenbahnhof hat, dann sieht man hier seine Züge gar nicht mehr. Ne? Warum? Das lohnt sich hier gar nicht, das taugt ja nichts. Also Tunnel doch nicht. Ich habe mich entschieden, hier eine Schlucht zu bauen. Und das geht ungefähr so. So, und dann kommt hier noch sowas hin, so ungefähr, ob das nun die richtige Höhe ist, weiß nicht, dass hier denn, vielleicht ein bisschen mehr nach hier, so, dass hier eben so eine Schlucht dann. Okay, ich mache jetzt hier weiter, werde es anschrauben. Und dann gehe ich nach draußen. Ich habe nämlich ein drittes Paket bekommen, das packen wir mal aus und dann sehen wir uns wieder. Okay, bis bald. So, wir haben ein zweites Paket bekommen. Das ist natürlich von Amazon. Haben auch ein paar Sachen drin. Erstens, Glühbirnen für den Haushalt, nicht interessant. Zweitens haben wir was für die Moma. Das ist schwer. Das ist hier kommt's. Weißwein. Viel Weißwein. Fast 4 Liter Weißwein. Für Landschaftsbau. Ich mache es natürlich mit Fliegengitter, Küchenrolle, Weißleim und auch noch Gips. Kommt drauf an, wo und was. Haben wir noch ein bisschen Weißleim. Und noch ein Ding hier ist auch, wir haben ein DC Power Supply. Das ist also eine Stromversorgung in Gleichstrom. Nicht für Züge, ich bin ja Wechselstrombahner mit MerClean, sondern für LED-Beleuchtung. Ich werde ich habe noch ein paar Glühfadenbirnen auf der Anlage, die werde ich mit dem MerClean-Trafo versorgen, mit Wechselstrom. Ich hätte bestimmt ein bisschen weniger Geld ausgeben können. Ihr gebt bestimmt so 30 Euro auf für so ein kleines Ding. Ich habe mir so ein Ding gekauft, ein bisschen teurer als 30 Euro. So. Da. Kann man also alles einstellen, die Spannung in Volt bis 5 Ampere kann die liefern. Und ja, ich habe mir schon ein paar, wie ihr ja wisst, ein paar LED-Lampen besorgt und das werde ich dann mal anschließen und mal sehen, wie das klappt. Okay, das wäre es fürs zweite Paket. Das Haus nebenan im Bau. Folge 18. Schau mal, das Unkraut wächst schön und es wird von einem Bagger entfernt. Das war das Haus nebenan im Bau. Also wieder super Wetter heute. Wir haben den 14. September. Hinter uns der Pool, der wird leider am Montagmorgen zugemacht, denn wir gehen auf Reisen bis Mitte Oktober. Das heißt natürlich auch kein Video von mir bis bestimmt November. Ist ja auch okay. Ihr könnt mich aber verfolgen auf Instagram. Ich blende das mal unten ein, mein Instagram-Account. Und wir sehen uns dann im November. Jetzt verlasse ich euch mit meinem Alaska-Bericht und meiner Reise und wir sehen uns dann wieder. Tschüss, euer Tommy Canada.